Wie du alle anderen überholst. Viele wollen das nicht wahrhaben. Wir Männer stehen untereinander im Wettstreit. Es ist aber Fakt. Wie schaffst du es jetzt, die anderen zu überholen? Der erste und wichtigste Schritt, der die Basis für alles Weitere bildet, ist meiner Meinung nach, dass du dich erstmal von allen deinen Süchten trennst. Egal, ob es jetzt um den P-Konsum geht, ob es um Alkohol geht, ob es um Kiffen geht, ob es um Zocken geht, um Casino geht, ob es um Frauen geht, ob es um irgendwelche anderen Süchte geht, ja, wo manche süchtig nach geworden sind. Da geht es erstmal darum, dich von deinen Süchten zu trennen. Wenn du es geschafft hast, dich von deinen Süchten zu trennen, dann kannst du direkt in den nächsten Step übergehen. Und zwar, deine Mission zu finden. Deine Mission ist das, was dir als Mann Wert gibt, einen Sinn im Leben gibt, sodass du aufstehst und das Leben von anderen besser machst und dadurch angetrieben wirst. Das ist deine zentrale Sache in deinem Leben als Mann. Und wenn du deine Mission noch nicht kennst, dann solltest du es zu deiner Mission machen, deine Mission zu finden. Der dritte wichtige Step ist, dass du deine Männlichkeit festigst. Wie kannst du deine Männlichkeit festigen? Deine Männlichkeit festigst du in erster Linie in drei Schritten. Der erste Schritt ist, du musst in den Frieden mit deinem Vater kommen. Warum? Wenn du im Frieden mit deinem Vater bist, dann bist du im Frieden zu deiner eigenen Männlichkeit. Dein Vater ist dein Sinnbild für Männlichkeit. Wenn du deinen Vater ablehnst und innerlich rebellierst, dann lehnst du auch deine eigene Männlichkeit ab. Der zweite Schritt auf dem Weg, um deine Männlichkeit zu festigen, ist, sich emotional zu entkoppeln von deiner Mutter. Und deine Mutter ist hier auch das Sinnbild für alle anderen Frauen. Denn es bringt dir nichts, egal ob du von einer oder von mehreren Frauen abhängig bist und diese Bestätigung brauchst und irgendwo immer noch diese Mutterersatzsuche in deinem Leben hast, weil du dich nicht entkoppelt hast von deiner Mutter, dann wirst du niemals zur vollen männlichen Version deines Selbst werden. Deswegen ist das der zweite Step. Wenn du dich in den Frieden mit deinem Vater begeben hast, dich emotional entkoppelt hast von deiner Mutter, dann ist der dritte Schritt, den du machen musst als Mann, dass du eine Männerinitiation durchführst. Früher in verschiedenen Stämmen gab es verschiedene Rituale, die den Jungen ins Mannsein initiiert haben. Heutzutage gibt es das Ganze nicht mehr. Du kannst das Ganze natürlich auch über andere Wege nachholen. Wichtig ist, dass du dich deinen Ängsten stellst, dass du über deine Grenzen hinausgehst und in einer Gruppe von ausschließlich Männern an dir selber wächst. Das sind sehr, sehr wichtige Punkte, die nicht nur dazu dienen, die anderen zu überholen, sondern einfach das Beste aus deinem eigenen Leben rauszuholen. Der vierte Punkt ist, dass du deine Sexualität meistern solltest. Wie stellst du das an? Als erstes stellst du die 90 Tage NoFap auf, den klassischen Reboot. Damit du deinem Körper eine Neuaufsetzung deines Belohnungssystems endlich mal zur Verfügung stellst und dann wieder so funktionierst, wie du eigentlich funktionieren könntest. Hast du jetzt aber die 90 Tage NoFap abgeschlossen, den klassischen Reboot beendet, ohne Edging, ohne irgendwelche Bilder oder Filme anzuschauen, ja, wenn du das klassisch sauber beendet hast, dann geht es natürlich auch weiter zum nächsten Schritt. Und der nächste Schritt nach den 90 Tagen NoFap ist, dass du multi-orgastisch wirst. Ich habe diese Fähigkeit bei den Besten der Besten erlernen dürfen, habe es innerhalb von 6 Wochen geschafft, diese Fähigkeit zu meistern. Und jeder, der diese Basis mit NoFap mitbringt, der wird es viel schneller als alle anderen erlernen können. Deswegen konzentriere dich erst auf die 90 Tage NoFap und nicht, bevor du die Sache abgeschlossen hast, schon auf den nächsten Schritt, weil es dann in den meisten Fällen sowieso nicht funktionieren wird und du alle anderen auch wieder überholen kannst, wenn du einfach eine sinnvolle Basis mitbringst. Wenn dich das interessiert, wie man multiorgastisch wird, kannst du dich gerne per E-Mail melden. Einfach mal in die Beschreibung schauen. Ich werde dich dann an die Besten der Besten weiterleiten, die mir das selber auch beigebracht haben, die das schon seit Jahren praktizieren. Und von denen wirst du es auch 10-mal schneller lernen als von jemand anders. Der fünfte und letzte Schritt, den du gehen solltest, wenn du dich von allen anderen abheben willst und die anderen überholen möchtest, ist, dir einen Mentor zu suchen. Ich ziehe da gerne die Metapher und das Beispiel vom Boxen. Du kannst natürlich auch selber einfach so in Kämpfe reingehen, für dich selber trainieren und an dir selber wachsen und jeden Fehler selbst machen und damit wirklich einen jahrzehntelangen Prozess ablaufen lassen, der dich dann zu der Version macht, die du am Ende sein wirst. Oder du gehst in einen Boxclub, in einen Boxverein, lässt dich von einem Trainer anleiten und führst einfach das aus, was er dir sagt und kannst damit diesen jahrzehntelangen Prozess abkürzen und in ein paar Jahren zu einem wirklich guten Kämpfer werden. Und das ist halt auch der Unterschied. Bei manchen steht einfach das Ego zu sehr im Weg, als dass sie auch einfach mal folgen können. Aber der Punkt ist, wenn du selber führen können möchtest, musst du auch folgen können. Und wenn du nicht folgen kannst, dann kannst du auch nicht ordentlich führen. Und das ist ein Problem, was viele haben. Denen steht dann das Ego im Weg. Die setzen die Sachen nicht eins zu eins um, weil sie alles hinterfragen und überlegen, ja, das könnte ich aber doch anders machen und so machen. Aber warum gehst du dann überhaupt mit einem Mentor ein Bündnis ein, was darauf abzielt, dich exponentiell schnell nach vorne zu bringen? Das ist ja auch so. Wenn du dann in einen Boxverein gehst, machst du dann auch die ganze Zeit irgendwas anderes als das, was der Trainer dir sagt. Nein, du machst das, was der Trainer dir sagt, weil du weißt, er
zielt darauf ab, dass du dich so schnell wie möglich entwickelst, dass du von seiner Weisheit, von seinem Wissen profitieren kannst und dadurch die Abkürzung nimmst. Und genau dasselbe ist auch bei einem Mentor der Fall. Ja? Gerade jetzt in der Zeit, wo wir leben, wo wir kaum noch männliche Vorbilder haben, wo wir immer weniger männliche Vaterfiguren haben, ist es wichtig, sich einen Mentor zu suchen für gewisse Bereiche. Ich schaue immer darauf, ist derjenige deutlich weiter als ich, ist derjenige schon da, wo ich sein möchte, was die Ziele angeht, dann natürlich lasse ich mir gerne was von dieser Person erzählen, weil er hat es ja schon erreicht, also muss ich ja eigentlich nur noch zuhören, aus seinem Wissen lernen, nicht dieselben Fehler machen und dann kann ich es auch erreichen. Ja? Deswegen schalte ich an der Stelle mein Ego aus und egal, was meine Intuition mir dann an der Stelle sagt, wenn ich noch nicht so weit bin wie dieser Mensch, dann ist die Intuition einfach nicht richtig an der Stelle. Ja? Dann versuche ich mich einfach darauf zu verlassen, was diese Person sagt, wenn ich weiß, sie hat das Beste für mich im Sinn und möchte, dass ich mich schnell entwickeln kann. Ja, deswegen ist das einfach ein wichtiger Punkt. Such dir einen Mentor und hör auf, dein eigenes Ego immer, dich an deinem Fortschritt hindern zu lassen. Wenn du selber noch einen Mentor suchst, der dich unterstützt dabei, der dich verantwortlich hält, wo du verpflichtet bist, endlich die 90 Tage NoFap zu schaffen, Disziplin aufzubauen und dein Testosteron zu erhöhen, zur besten Version deines Selbst zu werden und deinen eigenen sexuellen Marktwert als Mann exponentiell schnell zu steigern, dann kannst du dich jetzt für ein kostenloses Erstgespräch bewerben. Erster Link unten in der Videobeschreibung. Wenn es dir gefallen hat, lass mir auf jeden Fall einen Like mit am Start. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, ciao.